weiter geht's bei einer weiteren Folge von Stadtfilmabend, was bisher geschah. Wir haben einen unheiligen Deal gemacht mit einer verrückten Adligen, die von ihrem Raumschiff aus einen unnatürlichen Nebel für die nächsten 17 Tage hier erzeugt. Dafür ist es Sommer und unsere ganzen Pflanzen hier wachsen gut. Wir haben einigermaßen Verteidigung und die Kühlkammer ist voll. Teilweise mit lustigen Ridley Scott Aliens, teilweise mit Waschbären, teilweise mit Wildschweinen oder Wargs oder was auch immer das ist. Und Ratten und Reis und was man halt so isst. Ratten, Reis und Heu. Und ja, Ratte, also nicht so eine Ratte, wie wir essen, sondern so ein Typ, der Ratte heißt. Der ist gerade im Forschungs-/Fernsehzimmer und erforscht, was erforscht er denn gerade? Ersatzorgane, damit wir vielleicht mal für diese ganze blinde Gemeinschaft hier bionische Augen machen können irgendwann. Okay, so viel dazu. Was gibt sonst Neues? Nicht viel. Hier die Räume sind mittlerweile fast fertig. Wir brauchen noch Fußboden und Türen. Und dann können wir hier Leute einquartieren. So. Ach ja, die Wände müssen wir natürlich auch noch machen. Es ist natürlich am billigsten materialweise, wenn wir einfach nur den Fußboden begradigen, wie wir das teilweise hier mit den Gängen gemacht haben. Das Problem ist, dass das sehr lange dauert. Und ich glaube, wir haben genug Steine, dass wir einfach mal hier Kalkstein, einen Raum mit Kalkstein, einen Raum mit Granit. Marmor haben wir nicht mehr so viel, weil wir da diese ganzen Hocker im Fernsehzimmer gebaut haben. Aber wir machen das einfach mal mit Kalkstein und Granit. Mal gucken, wie viel brauchen wir da? 100. Und Granit. Ich glaube, es reicht gerade so. Haben wir jetzt noch was übrig? Wir können noch einen mit Granit machen. Okay. Noch einen mit Granit. Und die Eingänge machen wir mal auch mit Granit. So. Dann haben wir drei Räume fertig für eventuelle Leute, die sich uns noch anschließen. Ja, abends geht das Licht immer aus, weil diese Lampe dafür sorgt, dass die Wachstumszeiten der Pflanzen gut sind. Und funktioniert am besten, wenn die Pflanzen nachts ruhen. Okay, ich muss mal eben gucken. Ich glaube, der Hintergrundsound ist wieder zu leise eingestellt. Kann das sein? Jetzt besser? Hallo? Ja. Und? Also viel lauter kann ich es nicht machen. Dann fliegen mir die Ohren weg. Müsste eigentlich gehen, oder? Also, ihr hört mich immer noch lauter als den Hintergrund, oder? Okay. Machen wir das mal wegen der Ambiance. Siehst du, so schnell geht das nämlich, wenn man den Fußboden hier einfach mit Steinen reinlegt. Dieses Glattschmirgeln von Wänden und Fußböden, das dauert immer sehr viel länger. Oh ja, wo wir gerade bei den Räumen sind, da gehören noch Lampen rein. Für die wir momentan keinen Stahl haben, aber der wird sich noch irgendwo finden. Wir haben ja jetzt unseren Spezial-Bohrmeister Ratte. Der kann uns ja mal Sachen zusammenbohren hier. Was hat er sonst? Tierpflege und Forschen hat er. Machen wir das beides mal auf 2. Obwohl, eigentlich kann Carsten wieder forschen, oder? Weil Carsten ist so ein Multitalent mittlerweile.
Bench ist unser Saubermacher. Was, die hauen ab? Bench, handel mal mit denen. Linda! Oh, Linda ist weg. Verdammt. Naja. Gut, wo haben wir denn unsere Metall- und so Vorkommen in den Wänden drin? Hier zum Beispiel. So, dann nehmen wir das, die ganze Ader abbauen. Zack. Hier haben wir Bauteile, die brauchen wir auch. Erkennbar an marginalen Farbunterschieden hier. Dupdidu. Aha. Okay. Hier haben wir auch. So. Dann mach dich mal ran. Dann haben wir auch genug Metall für solche Sachen. Zack. So, meine werte Frau Schwester meinte, dass bei den Stegen, bei den Strukturen hier, eventuell auch Sachen zum Angeln da sind, aber nicht bei mir. Also brauchst du dazu tatsächlich einen Mod scheinbar. Okay. So, dann wollen wir mal gucken, was Ratte macht. Oh, das geht super! Wie geschmiert. Wir lassen mal einen stehen, damit ihm nicht alles auf den Kopf fällt hier. Herrlich! Dieser Bohrarm war eine gute Investition. Wo ist denn jetzt ein Feuer? Was soll das? Ach so. Nichts, was uns stört. Können wir hier das Dach abreißen? Und alle kommen und sammeln es ein. Ist das nicht herrlich? Nussis Laufrausch für die nächsten 8 Tage. Okay, könnten wir einen Film drehen über einen Marathonläufer im Nebel. Nussi im Nebel oder so, wie er hier so durch die Gegend läuft. Weil das überschneidet sich ja zeitlich, die 17 Tage Nebel und die 8 Tage Laufrausch. Haha! Sind die auch fertig? Sehr gut. Und hier ist Licht drin. Sehr, sehr gut. Hier stehen sogar 2 Lampen. Habe ich gar nicht gemerkt, dass hier schon eine drin war. Ah, cool. Unsere Hydroponik ist fertig. Aber hier soll ja nicht unbedingt Reis hin. Überall. Sondern Erdbeeren und vielleicht Mais können wir nicht. Noch mehr Heilwurzel vielleicht und ein paar Kartoffeln und Rauchblatt und Psychit. Nur für den Fall, dass wir das mal brauchen für irgendwas. Dann hier oben kann noch Reis rein, dann haben wir auch im Winter genug zu essen hoffentlich. Oh, ist das schön.
So, das ist jetzt hier das Markus-Bett, das meisterliche. Sehr eindrucksvoll 100. Und das Zimmer, in dem Markus und Nuno momentan schon, das ist sehr eindrucksvoll 76. Das heißt, wenn ihr hier reingeht, dann ist das besser. Aha. Wo ist Markus da? Warum ist das jetzt nur noch fast eindrucksvoll? Das verstehe ich nicht. Ach ja. So, wo haben wir denn Marmorblöcke? Haben wir noch ein paar. Dann nehmen wir hier mal die Marmorfliesen. So. Oh, Ratte bricht zusammen. Warum das denn? Ratte, kannst du das mal mitnehmen? Will kein Träger sein. Okay. Dann nehme ich das halt. Hier haben wir auch noch was liegen. Okay. Fehlt schon wieder Material hier, das ist doch nicht zu fassen. Nunu, Nussi, Markus und Ratte haben eine Seuche. Toll. Dann brauchen wir, glaube ich, mehr Betten im Krankenzimmer, als wir momentan haben. Also, was war das, Nunu? Nussi. Nuno. Markus und Ratte. Und Ratte. Leichte Seuche, okay. Leichte Seuche. Linke Lunge zerstört immer noch. Okay. Können wir einen Teppich machen aus glattem Leder, ist jetzt die Frage. Dann könnten wir hier endlich den Fußboden fertig machen. Oder wir machen hier unten im Markus alten Zimmer. Nehmen wir den Teppich raus. Schauen wir mal. Nee. Holzfußboden kann rein, aber das will ja keiner. Ist schon wieder fast voll hier, wow.
Das heißt, wir brauchen eine neue Kühlkammer. Am besten eine für Heu, wo das gerade fertig ist. Das Dumme ist, unser bester Mann in Sachen Minenarbeit liegt gerade mit einer Seuche da nieder. Das ist eher ungünstig. So. Warte mal, hier draußen. Hier könnte man die reinsetzen. Okay. Machen wir das mal für die Tiernahrung hier. Wisst ihr, wenn jetzt diese vier krank wären und wir niemanden aufgenommen hätten, dann wären nur noch ich da, Bench, Jefim und Carsten, um den Rest der Kolonie zu versorgen hier. Und die Naomi, der geht schon so gut, dass sie schon wieder Hufeisen werfen kann. Also war das doch richtig, die Naomi bei uns aufzunehmen. Ich meine, die Naomi könnte auch mal ein bisschen von dem Heu wegtragen. Na gut, jetzt hat sie was genommen. So, jetzt könnten wir vielleicht auch mal wieder ein paar Wildtiere zähmen. Was haben wir denn da? Wir haben Alpaka, Geißen und Hirsche. Geißen und Steinböcke. Die kann man schön züchten. Oh, super. Tiere. Alpaka. So. Wildtiere. Wollen wir auch Hirsche züchten? Können wir mal versuchen. Oh, ein Pferd. Hengste. Drei Hengste. Könnten wir auch versuchen. Und ein Riesenfaultier. Das versuchen wir lieber erst, wenn wir inspiriert sind. Warte mal, hier sind zwei Lampen drin. Da können wir eine mal nehmen. Und die hier noch in den Kühlraum stellen, weil hier ist es zu dunkel. Eindeutig zu dunkel. So. Wie geht's euch? Ja. Alle immer noch solche. Naja. Siehst du, geht doch. Was war das? Machen wir auch Heilpflanzen. Steinbock wurde gezähmt. Sehr schön. Wo ist der Steinbock? So, wo haben wir denn diese Tiere Innenbereich? Können wir den auf diese Zone hier? Warte mal, Zuweisung. Gebiete verwalten. Tiere innen. Neues Gebiet. Tiere innen. In Klammern bzw. Schrägstrich Hof. So.
So, da packen wir mal, naja, nicht die, die sowieso mitkommen sollen hier, aber die drei packen wir da mal rein. Und dann müssen wir die Zone mal markieren hier. Und zwar ist das hier überall, wo das Heu wächst. Können die nämlich im Sommer, können die dann hier fressen. Und im Winter können die dann reingehen. So. Rotwild. Okay. Und noch ein Steinbock, siehst du. Zählen uns nur noch die Hühner und das Pferd haben wir auch fertig. Wow, cool. Das Tolle ist, die locken dann weiter irgendwelche Tiere an, die dann hier durch die Fallen latschen. Also so ist zumindest geplant. Nono ist immun gegen die Seuche und der Nussi auch. Okay. Kann er vielleicht der. Permanente Schutz. Ah, siehst du. Siehst du, jetzt sind die alle immun. Man kann ja Ratte hier vielleicht den Raum mal ausheben. Wir brauchen mehr Holz, daran führt kein Weg. Was war das? Timberwolf, okay. Wir brauchen mehr Holz, daran führt kein Weg vorbei. Hier haben wir nichts mehr. Das heißt, wir müssen dann rausgehen und irgendwo Holz hacken. Hier zum Beispiel. Sowieso Tiere sind, die wir zähmen wollen. So. Oh, Anima-Baum wurde zum Fällen. Das wollen wir nicht machen. Das ist ja wahrscheinlich so ein komischer Avatar-Baum. Kerstin, schmeißt eine Party. Jeder, der hingeht, wird sich durch soziale Interaktionen entspannen und eine nachhaltige Verbesserung der Stimmung erfahren. Hey, Party. Wir sitzen auf Sesseln und reden am Tisch. Party. Obwohl, was mache ich mich darüber lustig? Das sind ja genau die Sachen, die momentan gerade nicht gehen. Aufgrund der hier Seuchenschutzbestimmung. Also ein Bohrarm ist schon eine tolle Sache. Noch ein Steinbock, sehr schön. So, wir können diese Lagerzone auch wieder ein bisschen ausweiten. Cool.
Eindrucksvoll, naja, fast eindrucksvoll. Was haben wir denn noch an Wildtieren hier? Noch mehr Hengste, Grizzlybären, Wildschwein, Luchs. Meerschweinchen. Truthahn. Verrückte Hirschkuh. Okay, dann wollen wir mal gucken, ob unsere... Das ist sogar eine, die wir normalerweise zähmen wollen hier. Mal schauen. Plopp. Plopp. Ha. Okay. Bereits. Die Hirschkuh wurde bereits von Carsten benutzt. Okay. Gucken wir mal, was Carsten damit macht mit der Hirschkuh. Gar nichts scheinbar. So, dann machen wir hier. Stahl haben wir noch. Okay. So, können wir das jetzt nicht hier ein bisschen größer machen? So, sobald hier die Wand dicht ist, wollen wir mal Kalksteinblöcke, also eine Kalksteinwand können wir da noch einbauen. Steinböcke und Hirschkühe sollen mal nicht die Leute begleiten beim Zeug machen. So, das ist dicht. Das heißt, wir können hier jetzt die hier abtragen. Dann bauen wir hier eine Stromleitung hin. Also das und hier so. Brauche ich überhaupt gar nicht, ne? Und dann brauchen wir hier noch ein Licht mindestens. So.
Dann machen wir hier Mechanoidenklasse. Oh. Okay, erstmal stelle ich das hier ein, das alles löschen und dann machen wir hier das die Tiernahrung. Heu und Trockenfutter soll hier rein und zwar Priorität kritisch. So, das haben wir dann schon mal gemacht und dann können wir hier Heu und Trockenfutter rausnehmen. Dann hier unten landen die, nicht euer Ernst, mitten in meiner Basis. Ah ne, ich dachte schon, wo landen die? Die Mechanoiden. Lass mich mal sehen, zum Ort springen. Hier unten. Okay, also draußen. Mechanoiden. Toll, toll, toll. So. Erst haben wir Aliens und jetzt kriegen wir quasi Terminator. Rauchgenerator. Ach, super. Schnitter. Lanzer. Countdown-Aktivator. Was zur Hölle ist das? Mini-Kugelwerferturm. Naja, müssen wir dann beim nächsten Mal schauen. Ich werde mal abspeichern. Und ja, wie gesagt, schreibt Kommentare, was das Zeug hält. Und like dieses Video und all den anderen Kram. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt... Statt Filmabend, Terminator, Stowaway oder so, keine Ahnung. Gut, dann bis dahin. Tschüss.